Jetzt haben Sie uns hier was Neues mitgebracht. Ja. Mario Adolf Lies, Alexander Cranach, da geht ein Mensch. Vielleicht erklären Sie uns kurz, wer der Mann ist, Alexander Cranach. Alexander Cranach war einer der großen expressionistischen Schauspieler Anfang des letzten Jahrhunderts, also des vergangenen Jahrhunderts. 95 geboren, also kam vor dem Ersten Weltkrieg zum Theater, war ein armer Bäckerjunge aus Galizien, nicht wahr, der nicht einmal Deutsch sprach, und hat dann fanatisch und besessen Theater spielen wollen, kam dann zu Max Reinhardt und wurde dann ein großer Schauspieler, der später dann allerdings in Emigration war in Polen, Russland, dann auch in der Schweiz, in Amerika. Und dort dann zuletzt, leider sehr früh starb, aber noch vorher mit Greta Garbo in Ninochka einen Russen spielte. Und das machen Sie jetzt, weil Sie jetzt mittlerweile natürlich sagen können, ich habe Lust auf Kunst, ich bin selber Künstler, ich suche mir das jetzt ganz fein aus. Ich mache das nicht. Ich habe mir das aus, ich kenne diesen Roman seit vielen, vielen Jahren, seit fast 50 Jahren, der mich damals begeistert hat. Er wurde wieder aufgelegt, fiel mir wieder in die Hände und ich habe gesagt, das muss man vorlesen. Diese Kindheit dieses Mannes ist unglaublich, wunderbar beschrieben. Also das ist nicht nur irgendwie eine Biografie, sondern das ist für mich Literatur, aber es ist ergreifend, es ist komisch. Und da habe ich auch gesagt, das mache ich und das habe ich deswegen auch selber also produziert. Mhm.